Pro Monat verliert Zypris rund 250'000 Franken schweizweit und die Hälfte davon ist das Einkommen der Zypris-Verkaufenden. In und um Bern brauchen jetzt rund 115 Verkaufende eine spezielle Begleitung und Beratung, finanziell wie sozial. Das Leben dieser Menschen ist oft von Arbeitslosigkeit, Armut, Gewalt, psychischen Erkrankungen oder Fluchterfahrungen geprägt. Darum tragen sie in der aktuellen Corona-Krise ein besonders hohes Risiko und brauchen mehr denn je unsere Unterstützung. Zypris ist Sozialpreisträgerin 2018 von der Burgergemeinde Bern. Die Verkaufenden und Stadtführenden gehören außerdem seit etwa 2002 zum Stadtbild von Bern. Zypris leistet hier Hilfe zur Selbsthilfe für armutsbetroffene und sozial ausgrenzte Personen. Das Geld setzen wir für die Verkaufenden in Bern ein, die fast ausschließlich vom Heftverkauf leben. Außerdem haben wir einen Nothilfefonds eingerichtet für besonders betroffene Menschen.